Forsthaus Bochum. Okay, das Forsthaus Bochum auf der Blankensteiner Straße wird als Ziel gespeichert. Danke. Den Finger. wenn ich ankomme und die Anlage aufgebaut habe, dann gibt es für mich eigentlich nichts Schöneres als ein frisch gezapftes, kühles Bier. Also das gönne ich mir dann tatsächlich. Das ist dann auch bis nachts um 2, 3 Uhr dann verdampft. Also irgendwann später steigt man dann einfach auf Cola um oder ein Wasser oder sonst irgendwas. Ja, also. Man bleibt schon nüchtern bei der Arbeit. Musik begleitet mich eigentlich schon von klein auf an. Man sieht es auch auf der Webseite. Als kleines Kind mit Mikrofon und einem Plattenspieler. Also meine Eltern behaupten immer, ich habe 24 Stunden lang den Puppenspieler von Mexiko gehört. Also die Platte soll da, glaube ich, aufgelegt sein. Später habe ich dann mit einem Bekannten tatsächlich U-Musik gemacht, ein bisschen mit dem Keyboard geklimpert. Später dann das Disco-Team, Magic Mystery, der Name fällt mir sogar noch ein. Bisschen verrückt darf man ja sein, oder? Da ist er. Ja, also so hat bisher jeder reagiert. Corona ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich möchte ich gerne mal 200 Jahre alt werden, um zu wissen, wie man sich dann über diese Corona-Lage unterhält. Dann trifft man natürlich auch andere Dienstleiter, Fotografen, Videofilmer, wie die damit mit klargekommen sind. Und also es ist schon einhellig so, dass man auf einer Feier zum größten Teil Leute findet, die die froh sind, dass wir es wieder dürfen, dass man auch kein geschlechtes Gewissen dabei haben muss, wenn man jetzt wieder mit mehreren Leuten einfach zusammen ist und einfach Spaß hat. Ich habe ein paar Kollegen dabei, die da wirklich dran zu knapsen hatten. Einer, der das tatsächlich hauptberuflich gemacht hat, der durfte dann ungefähr 80% von diesen Corona-Hilfen wieder zurückzahlen, hat sich da auch im Internet dazu geäußert und wurde dafür dann aber auch wirklich teilweise hart an den Pranger gestellt, so nach dem Motto, wie kannst du jetzt eine Feier machen? Ich weiß nicht, ob da der Begriff Mörder gefallen ist, aber so in diese Richtung ging es dann tatsächlich. Wir machen heute einen 60. oder 50. Geburtstag. Ich müsste gleich noch mal genau nachschauen. Das ist eine schöne 80er-Jahre-Party. Wir fangen um 18 Uhr an und wir schauen mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Wenn ich Bochum betonen müsste, vertonen müsste, das ist natürlich eine ganz, ganz großartige Frage für Bochum, weil da geht eigentlich nur Herbert Grönemeyer Bochum. Ja, es ist dann nicht selten, dass sich dann ganz, ganz viele Leute im Kreis in den Armen liegen und das Lied dann laut mitsingen. Und auch sowas sind immer sehr, sehr... Ja, sehr, sehr schöne Momente für mich als DJ. Wir sind aber auch gleich da.
sitzen jetzt sozusagen mit der Anlage, der mobilen DJ-Anlage im Auto. Alles drin. Alles drin, ja. Was gehört also dazu? Ja, Lautsprecher, Ständer, den Tisch, mein Controller, Laptop natürlich, dann ein bisschen Licht, so eine LED-Bar, ein paar Effekte. Der wird übrigens im Laufe des Abends schwerer. Ist also nachts um 3 ist der doppelt so schwer. Wenn man an so ein paar Feiern zurückdenkt, die mal gewesen sind, da war zum einen ein 100. Geburtstag. Es wird ja auch gerne mal der doppelte 50. Geburtstag gefeiert. Als ich dann aber am nächsten Tag mit dem Mann geschrieben habe, erzählte er mir, dass er 70 ist und den Geburtstag seiner Mutter organisiert, die tatsächlich einen 100. Geburtstag gefeiert hat. Das fand ich schon großartig, also einen 100. Geburtstag mit einem DJ zu feiern. Ich glaube, das macht auch nicht jeder. Die zweite Feier, die mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist eine Heavy-Metal-Hochzeit gewesen, wo ich im Vorfeld überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was ich da für Musik spielen sollte, weil das das Standardrepertoire ist von so einem DJ. Bin da so ein bisschen mit Magenschmerzen hin. Wie gesagt, wenn man so überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, dann ist das dann doch ein bisschen komisch, auch wenn man das schon so ein paar Jahre gemacht hat. Am Ende war es mit einer der geilsten Hochzeitspartys, die ich je gemacht habe. Irgendwann kam einer an, der hatte schon ein bisschen was drauf und auch ein bisschen was drin und meinte immer, DJ, hast du mal looking for freedom? Und ich habe den noch mit großen Augen angeguckt und gefragt, ob er irgendwas geraucht hätte. Und er sagte, nee, spiel mal, nehme ich auf meine Kappe. Ja gut, dann David Hasselhoff, looking for freedom. Und nachts um 2 Uhr kam die ganze Mannschaft von draußen reingestürmt mit ihren Mähnen und Haaren. Ey, geil, looking for freedom! Und haben voll abgerockt. So Dinge bleiben dann in Erinnerung. Also ich glaube, an dem Abend hätte ich auch die Schlümpfe spielen können und die hätten trotzdem Party gemacht. Richtig schöne Feier. Die Leute haben schön getanzt, wir hatten alle Spaß, ich hatte Spaß und wir fahren wieder mal zufrieden nach Hause, würde ich sagen. Gerne. Ja.